Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendung hier bei uns. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, was haben wir in der heutigen Sendung für Sie vorbereitet? Nach der anhaltenden Diskussion um die Tafel in Essen, wir besuchten die Menschen, die sich bei der Dauner Tafel um Hilfsbedürftige kümmern. Großes Herz für die Region, der Gerolsteiner Brunnen fördert regionale Projekte. Auch die Stiftung der Volksbank Eifel stellt Gelder für sinnvolle Projekte zur Verfügung. Und verliert mein alter Diesel jetzt an Wert? Wie steht es um die Nachfrage nach Dieselneufahrzeugen? Zu unserem ersten Thema. Der Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel hat auch bei uns eine Debatte über Armut ausgelöst. Insgesamt 934 Tafeln versorgen bundesweit etwa 1,5 Millionen Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, um in einem ganz normalen Supermarkt einfach so einzukaufen, wie es die allermeisten von uns gewohnt sind. Ob in einem reichen Land wie Deutschland Staat und Politik versagen, indem sie sich einen schlanken Fuß machen und die Tafeln einfach machen lassen, darüber kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Für uns jedenfalls sind die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren, die wahren Helden. Und diese Helden gibt es auch bei der Dauner Tafel. Mit ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern dort die Mitarbeiter die Folgen von Armut und stehen auch für Solidarität und Menschlichkeit. Wenn die großen Schilder erscheinen, können Hugo Diederich und Alfred Odenthal ans Werk. Die beiden ehrenamtlichen Helfer der Dauner Tafel fahren alle 4 Wochen mittwochs mit dem Kühllaster die Gerolsteiner Tour, also zu Lidl, Aldi, Edeka und den Großbäckereien der Brunnenstadt und der näheren Umgebung. Dass sie ihre Arbeit für die Dauner Tafel entgeltlos machen, ist kein Thema. Im Gegenteil, sie nehmen die Touren auf die leichte Schulter. Kann interessant sein, muss mal was anderes als normal zu arbeiten, unter Stress. Aldi und Lidl sind abgehakt. Heute war die Ausbeute eher so lala, aber das ist tagesabhängig. Manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Sehr gut sieht es heute hingegen bei Edeka Tömmes aus. Und schon ist der Laster fast voll bis oben hin. Und auch die bekannten Bäckereien der Gegend sind gebefreudig. Lohner gibt in seinen Filialen wieder viele Brote und auch bei Roden in Müllenborn werden wieder mehrere Kisten Backwaren abgeholt. Sollte am Ausgabetag nicht alles weggegangen sein, gibt es einen Plan B. Gemüse, was übrig ist, Salat. Was über ist, kriegt der Tierpark in der Hirsch- und Saupark da oben. So wird auch sichergestellt, dass tatsächlich nichts unbedacht weggeworfen wird. Und hier kommen wir zur Philosophie der Tafel. Die Tafel ist nicht für eine Grundversorgung zuständig, sondern nur, wir sind nur ergänzend tätig. Wir sammeln die Lebensmittel ein und gute Lebensmittel werden dann auch weitergegeben, sodass also hier vom Abfall gerettete Lebensmittel, die gut noch gebraucht werden können und zum Teil auch hohe Qualität haben, dann an die Kunden weitergegeben werden können. Bei der Dauner Tafel ist von Kunden die Rede, nicht etwa von Bittstellern. Zurzeit sind es etwa 360 Kunden, die für sich oder die ganze Familie einkaufen. Dabei werden die Menschen in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe kommt gemäß dem Rotationsprinzip einmal am Anfang dran und einmal am Ende. Denn im Laufe des Tages werden die Waren natürlich weniger und weniger. So wird auf simple Art und Weise sichergestellt, dass es fair bleibt und jeder gleich viel bekommt. Nicht genügend Mittel zur Verfügung zu haben, ist nicht nur ein ständiger Kampf mit dem Geldbeutel. Armut ist ein Schicksal, das oft mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit Traurigkeit und Depression zu tun hat. Umso wichtiger, dass sich der Kontakt von Mensch zu Mensch nicht wie Abfertigung anfühlt. Viele Menschen, die mit Armut zu tun haben, fühlen sich ja eh schon im Stich gelassen. Rita Schmaus begleitet nicht nur hier bei der Tafel in Deutschland ankommende Asylsuchende, die ein ganz neues Leben anfangen müssen. Sie kennt viele hier aus dem Café Asyl. Für sie ist die Tafel ein Herzensprojekt. Ich mache das, weil ich festgestellt habe, vor vielen, vielen Jahren, mit vielen anderen auch, dass es wirklich nötig ist, dass wir hier unsere Leute gut versorgen können. Leute, die eine ganz geringe Rente haben. Und vor allen Dingen Frauen mit Kindern. Und dadurch, dass die Flüchtlinge noch dazugekommen sind, wird der Bedarf immer größer. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und es macht auch Freude, mit den Menschen zusammen zu sein. Was in Essen bei der dortigen Tafel passiert ist und die daraus entstandenen oft heftigen Diskussionen haben bei vielen das Gefühl hinterlassen, dass das System der Tafeln eher schlecht als recht ist und auch, dass es die Tafel nicht geben müsste, wenn der Staat eine bessere Versorgung liefern würde. Hier in der Dauner Tafel hingegen beteiligt man sich nur ungern an dieser Diskussion, denn eine Überzeugung gilt es ganz klar zu formulieren. Die Grundversorgung, die soziale Grundversorgung ist natürlich eine Sache des Staates und wird ja auch in unserem Land sehr gut wahrgenommen. Dass es da mit Sicherheit Verbesserungswünsche gibt,
ist unbestritten. Aber immer nach der Politik zu schreien, wenn es darum geht, solche Defizite zu beseitigen, halte ich nicht für richtig, weil der Staat sind wir alle. Und wenn wir einen Beitrag leisten können hier mit den Ehrenamtlichen, dann können wir einen Beitrag im Gefüge unseres Staates leisten, an Staatsbürger. Viele der ehrenamtlichen Helfer bei der Dauner Tafel sind von Anfang an dabei, also seit über 10 Jahren. Denn die Überzeugung ist da. Der Glaube, dass ein wenig Hand in Hand und nicht nur ein Miteinander, sondern auch ein Füreinander, ein Dorf, eine Stadt, vielleicht ein Land weiterbringen können, als immer nur nach oben zu schimpfen und zu hoffen, dass irgendjemand schon das Problem lösen wird. Wie es der Fahrer des Kühllasters in Bezug auf die Ereignisse in Essen so schön gesagt hat, nur weil es bei einer Tafel nicht ganz so klappt, heißt das nicht, dass es bei allen Tafeln so ist. Der Geroldsteiner Brunnen ist eng mit der Region rund um Geroldstein verbunden. Mit dem Förderprogramm Team mit Stern möchte das Unternehmen auch etwas dazu beitragen, dass sich die Menschen in dieser Region auch in Zukunft wohlfühlen können. So wurden beispielsweise über 170 Projekte in den letzten Jahren mit Summen zwischen 1.000 und 5.000 Euro gefördert. Eine Gruppe, die sich im vergangenen Jahr beworben hatte, das sind die BMX Kids aus Birresborn. Was dort mit Unterstützung des Geroldsteiner Brunnen umgesetzt werden konnte? Wir waren vor Ort und haben total begeisterte Kinder angetroffen. Ein Schnitzelbecken, Roll-In, Quarter, Rail obendrauf, Double Packs und alles. Eine Spine, Pump Track, einmal hoch, einmal runter, BMX Racer, Flatlander, Backflip und sowas. Ja, man lernt auch mit der Zeit. Ein BMX-Fachmann, wie er im Buche steht, und das alles für den eigenen Sohn. Vor ein paar Jahren fuhren die Jungs im Dorf noch mit ihren BMX-Rädern auf dem Hof herum. Mittlerweile können sich die kleinen und großen Radsportler auf diversen Pipes und anderen Hindernissen hier in der BMX-Halle in Birresborn ausruben. Das haben die Mamas und Papas möglich gemacht. Die wollten nämlich, dass ihre Kinder das ganze Jahr über mit ihren Rädern Tricks üben können. Irgendwann war eine Scheune gefunden und schon konnte losgebaut werden. Das aber wäre ohne das Team mit Stern nicht möglich gewesen. Ja, 2015 haben wir uns dann das erste Mal beworben bei Team mit Stern, um eben hier die Halle weiter auszubauen. Da hatten wir schon schöne Unterstützung bekommen. 2016 ging es dann immer weiter, was wir draußen noch gebaut haben. Und 2017 haben wir uns dann wieder beworben, für die Halle weiter auszubauen. Ja, und sieht, was jetzt draus geworden ist, ne? Nachdem auch die Bewerbung aus dem letzten Jahr von Geroldsteiner angenommen und finanziell unterstützt worden war, ging es sofort ans Holzkaufen, denn gebaut wurde alles in Eigenregie. Durch viel angelesenes Fachwissen und noch mehr Liebe für die eigenen Kinder entstanden so ein sogenannter Roll-In und eine Spine. Gelungen ist die Arbeit dann, wenn die Kinder schwärmen. Meine Lieblingsrampe ist die Spine, also die ist dann hier so. Da finde ich, macht es am meisten Spaß zu fahren. Das Fahren ist eigentlich das Beste, was es so gibt, weil es macht mir am meisten Spaß und man hält sich natürlich auch fit. Finde ich ganz wichtig, dass man da auch eigentlich jeden Tag fährt und ist schon toll, hier zu fahren. Also der Table da, der ist cool, weil ich da, also das war mein erster Trick. Da hochspringen und den Schnitzelbecken. Ich fahre am liebsten da runter und dann da hoch und da wieder runter und da wieder da hoch. Wenn meine Freunde kommen, dann kann ich was mit denen fahren. Und das alles hat das Team mit Stern möglich gemacht. Für Geroldsteiner ein Herzensprojekt und auch nur logisch. Der Geroldsteiner Brunnen, der ist ja mit seiner 130-jährigen Unternehmensgeschichte sehr verbunden mit der Region in der Vulkaneifel und möchte da halt auch jetzt fördern, nachhaltig auch fördern, gemeinnützig halt auch die Gemeinden unterstützen, der Region auch was zurückgeben, wo das Mineralwasser, Geroldsteiner Mineralwasser ja auch gewonnen wurde. Wer also eine Idee hat, die sich mit Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren oder der Natur beschäftigt, der kann sich noch bis zum 2. April auf der Internetseite von Team mit Stern um eine Förderung durch Geroldsteiner bewerben. In den vergangenen 8 Jahren wurden so schon 176 spannende Projekte umgesetzt, die alle mindestens so viel Freude machen wie all die tollen Hindernisse hier in der BMX-Halle in Birresborn.
Ja, da hat sich doch die damalige Bewerbung der BMX Kids gelohnt. Wenn auch Sie ein Projekt im Landkreis Vulkaneifel betreuen, für das noch etwas Geld fehlt, bis zum 2. April bleibt noch Zeit, Ihre Bewerbung beim Team mit Stern abzugeben. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von... Die erste Fachtagung der Eifel Arbeitgeber ist auf großes Interesse bei Unternehmen, Verwaltung und Verbänden gestoßen. Etwa 70 Teilnehmer folgten der Einladung nach Biersdorf am See, um sich rund um die Themen Arbeitgebermarke Eifel und Recruiting zu informieren. Speziell zum Thema Online-Recruiting zeigten die Referenten den Teilnehmern brauchbare Lösungen für die Alltagspraxis. Mit der Arbeitgebermarke Eifel ist bereits seit mehreren Jahren ein Unternehmernetzwerk entstanden, das wertvolle Leistungen für die Arbeitgeber der Region bereithält. Die kommenden 3 Jahre ist Landrat Günther Rusenke aus dem Kreis Euskirchen erster Repräsentant der Zukunftsinitiative Eifel. Rusenke erhielt den goldenen Staffelstab vom Landrat des Vulkaneifelkreises Heinz-Peter Thiel, der die vergangenen 3 Jahre Präsident der Zukunftsinitiative war. In dieser Zeit gelang es unter anderem, die beiden Kreisverbände Bitburg-Prüm und Daun des Bauern- und Winzerverbandes als aktive Mitglieder für die Arbeit der Zukunftsinitiative Eifel zu gewinnen. Die Staffelübergabe erfolgt anlässlich des Eifel-Ostbelgien-Abends bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Zum Auftakt der Bitburger Fashion Street lud das Modehaus Messerich Kunden und Gäste zur Fashion Show ein. Star des Abends war Joachim Lambi, bekannt aus der RTL-Tanzshow Let's Dance. Mehr als 400 Gäste folgten der Einladung und waren begeistert von dem, was auf dem Laufsteg an neuen Modetrends gezeigt wurde. Danach hieß es dann für alle Late-Night-Shopping. Das Modehaus Messerich betreibt nach der Eröffnung von 2 neuen Filialen insgesamt 6 Häuser in Bitburg. Die Lebenshilfe Prüm darf sich über 2.410 Euro freuen. Prüms Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandi und der erste Polizeihauptkommissar Klaus Leidinger von der Bundespolizei in Trier übergaben den Erlös des diesjährigen Neujahrskonzertes der Bundespolizei an Karl-Heinz Thomas und Albert Leonards von der Prümer Lebenshilfe. Die Lebenshilfe wird die Mittel für ihre integrative Kindertagesstätte in Prüm verwenden. Auf Einladung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm kamen am vergangenen Mittwoch über 140 Kita- und Grundschulkinder mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen ins Haus der Jugend, um der spannenden Lesung des erfolgreichen und beliebten Kinderbuchautors Christian Humberg zu lauschen. Gebannt verfolgten die Kinder, wie Humberg sie mit seiner sanften und tiefen Stimme auf eine Reise durch die sagenumwobene Teufelsschlucht bei Ernsten führte. Es geht wieder weiter. Die Firma Schnorpfeil hat am Montag dieser Woche die Arbeiten am Prümmer Hahnplatz wieder aufgenommen. Die Temperaturen lassen es nun wieder zu. Am Hahnplatz in Prüm wird wieder gebaggert. Nachdem die archäologischen Ausgrabungen abgeschlossen worden waren, konnten nun bereits die Gruben zugeschüttet werden. Wir haben auch die Lieferungen von den Steinen, die sind jetzt mittlerweile alles soweit eingetroffen, sodass wir auch richtig aus den Vollen schöpfen können, von der Arbeit her. Abschließend noch eine Meldung in eigener Sache. Unser Magazin Orange 7, und zwar die Ausgabe Bitburg, erscheint am kommenden Samstag. Aufmacher der Ausgabe ist der bevorstehende Weiße Sonntag. Darin gehen wir der Frage nach, ob dieser Tag der Erstkommunion hier bei uns immer noch so gefeiert wird wie früher. Dazu natürlich noch jede Menge interessanter Themen, alle aus der Region Bitburg, so wie Sie das von unserem Magazin gewohnt sind. Also, die Orange 7, Ausgabe Bitburg, am Samstag wieder in Ihrem Briefkasten.
Weiterfahren oder verkaufen? Das fragen sich dieser Tage viele Besitzer von älteren Dieselfahrzeugen, auch hier bei uns. Obwohl wir hier auf dem Land von Fahrverboten sehr wahrscheinlich nicht betroffen sein werden, macht man sich Gedanken um den möglichen Wertverlust seines Autos. Und dann ist da ja auch noch der Autohandel. Geht nun die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen zurück oder ist sie nach wie vor ungebrochen? Wir haben uns in der Region einmal umgehört. Wie ticken wir, wenn es um unser liebstes Kind, dem Auto, geht? Die Querelen rund um den Diesel haben zu Verunsicherung geführt, aber nicht nur in den Städten. Auch in der Eifel, wo mit Fahrverboten wohl vorerst weniger gerechnet werden kann, spürt man einen Trend. Ja, die Dieselnachfrage ist schon stark zurückgegangen. Wir haben viele Kunden, die ihr Dieselfahrzeug jetzt wieder einhandeln wollen gegen einen Benziner, die natürlich dadurch auch einen enormen Wertverlust haben. Ne? Also man sieht das bei Neufahrzeugen, da wird immer noch stark der Diesel gekauft, aber bei Gebrauchtfahrzeugen, da merkt man halt auch schon, dass da die Nachfrage zurückgeht. Sehr deutlich, kann man sagen. Also man merkt schon in der Bevölkerung eine Verunsicherung, was den Dieselkauf betrifft. Ich sag mal so, wir verkaufen ja schon die moderneren Diesel, hauptsächlich die Euro 6 Diesel, die sind davon ja auch nicht betroffen. Daher verkaufen wir nach wie vor immer noch Diesel, wobei man schon diese Verunsicherung stark merkt. Also ich würde schon sagen, dass das Kaufverhalten etwas schwankt, aber es werden dennoch immer Diesel gekauft und ich sehe die Technologie auch immer noch für die Zukunft. Wir im ländlichen Bereich würde ich sagen, in jedem Falle wieder ein Diesel, weil wir sind ja vom Fahrzeug abhängig und in dem Moment ist es einfach wichtig, dass man dementsprechend mobil bleibt und kostengünstig mobil bleibt. Und aus dem Grunde würde ich mir wieder zurzeit einen Diesel kaufen. Wenn ich im städtischen Bereich wohnen müsste und müssten jeden Tag in die Stadt rein, dann nicht mehr. Dass der Diesel verschwinden soll, ist schon länger bekannt. Die Umweltprämie soll dabei unterstützend wirken. Ja, mit der Norm 3 haben wir ja die Umweltprämie. Da versuchen wir schon, neuen zu verkaufen. Die Autos müssen bei Opel verschrottet werden und der Teil, dem die Umwelt dann noch entlastet wird. Also bei Neufahrzeugen kriegt man dann gerade bei Ford eine ordentliche Umweltprämie. Lohnt sich also schon. Nur wenn es jetzt ein Jahreswagen oder sowas ist, dann verziehen sie schon auf die Gesichter, aber sie wissen es auch mittlerweile, dass es ältere Dieselfahrzeuge nicht mehr so viel gibt. Die Aktion läuft jetzt auch noch diesen Monat, sprich, wenn Kunden jetzt so ein Fahrzeug haben, können sie gerne diesen Monat noch zu uns kommen und davon von der Umweltprämie profitieren. Wenn es aber kein Diesel und auch kein Benziner werden soll, wird es kompliziert. Zumindest denken das viele. Beim E-Auto ist es ja praktisch auch so, da muss es nämlich erstmal Ladestation sein. Wenn ich zum Beispiel von hier aus nach der Nordsee fahre, wir fahren jedes Jahr in Urlaub, das sind über 500 Kilometer, dann weiß ich eventuell gar nicht, wo ich nochmal beim E-Auto auftanken kann. Toyota beispielsweise arbeitet schon seit gut 20 Jahren an einem Konzept ohne Dieselmotor. Stichwort Hybrid. Wir führen jedem Kunden eigentlich bei einer Probefahrt vor, wie das funktioniert, wie einfach es funktioniert, dass man nichts umschalten muss oder nichts selber machen muss. Und von daher sind die Kunden schon interessiert daran und wir tauschen immer mehr Dieselfahrzeuge ein, weil die Kunden eine Alternative haben wollen. Auch die Kunden, die in die Städte fahren. Man braucht keine Steckdose, also spricht eigentlich alles dafür, jetzt umzusteigen. Was allgemein zu spüren ist, ist, dass der Frust groß ist, auf Händler- als auch auf Käuferseite. Es sind viele andere Sachen, andere Fahrzeuge, die viel mehr ausstoßen als wie der Pkw. Wir haben hier keine Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da soll die Politik erst da mal was dran tun. Wir müssen Autos fahren. Und was sollen die Kunden machen, die Pendler, die alle 30, 40, 50.000 Kilometer im Jahr fahren? Dafür gibt es noch keine Lösung. Dafür müssten erst mal Lösungen geschaffen werden, bevor man Panik überall auf der Welt macht. Denn die Lösung Elektroauto, da wird in den Zeitungen jetzt propagiert, es gibt Zusammenbrüche vom Stromnetz, es kann nicht jeder Elektro fahren. Was sollen die Leute denn fahren? Ich habe mich schon einer Sammelklage angeschlossen und für die beiden Fahrzeuge, weil das andere habe ich mit Wertverlust verkaufen müssen. Und den zweiten, ja, den habe ich immer noch und ich fühle mich schon getäuscht durch die Hersteller. Und ich habe mich dann einer Sammelklage angeschlossen. Wir sind ungefähr 100.000 in Belgien, die jetzt den Volkswagen-Konzern verklagen. Es scheint so recht niemandem zu schmecken, was die Regierung sich mit dem Dieselfahrverbot ausrechnet. Die Eifelaner fühlen sich betrogen als der kleine Mann, der es am Ende richten muss.
Und nochmal geht es in unserer heutigen Sendung um die Förderung heimischer Vereine, lokaler Bildungsträger und gemeinnütziger Einrichtungen. Die Volksbank Eifel hat die Bezeichnung Eifel nicht nur in ihrem Firmennamen. Eifel ist, so die Bank, ihr Antrieb für alles, was sie unternimmt. Die Region und ihre Menschen zu fördern, ist ein Grundsatz der Bank. In einer Feierstunde in Prüm konnten sich 10 Bewerber über die Ausschüttung der Volksbank Stiftung freuen. Mit insgesamt 42.700 Euro wurde wieder mal ein breit gefächertes und engagiertes Wirken in der Region honoriert. Dass Biene Maya mit der echten Biene nicht unbedingt alle Eigenschaften gemeinsam hat, wissen vielleicht die Erwachsenen. Aber als Kind muss man das erst einmal herausfinden. Mit bloßem Auge ist das schwer, mit einem Mikroskop hingegen ein Kinderspiel. Die Bienen-AG der Bertrader Grundschule Prüm wollte forschen und kann dies nun auch mit seinem neuen, gestifteten Binocular. Wenn man ein paar Jahre jünger ist, dann forscht man eher in anderen Gefilden, also eher auf dem Spielplatz. Wenn so einer aber nicht wirklich da ist, wie das noch vor ein paar Monaten bei der Kindertagesstätte St. Hubertus in Nattenheim der Fall war, dann am besten eine Bewerbung schreiben und auf Unterstützung seitens der Volksbank hoffen. Dann erfüllt sich auch der Traum von neuen, bunten Spielgeräten. Wenn man nun aber schon groß ist, also keine elementaren Bio-Experimente mehr macht und auch der Spielplatz schon eine ganze Weile her ist, dann gibt es wohl andere Dinge, die sinnvoll sind, um zu lernen, wie das Leben so funktioniert. Zu diesem Zweck hat das Regino-Gymnasium in Prüm ein neues Mediasystem gestiftet bekommen, sprich eine Dokumentenkamera und einen Bildschirm dazu. Also Kreide und Folien AD. Wir mussten sonst Folien beschriften, dann brauchten wir die Folienstifte, wir brauchten die Folien an sich. Dann braucht es immer eine Projektionsfläche, wo wir das gut zeigen konnten, was jetzt wesentlich einfacher geworden ist, dadurch, dass die Schüler ganz normal auf ihre Blöcke schreiben oder in ihre Hefte schreiben, wir die Dokumente unter die Kamera legen und sie eben auf einem separaten Display, dem Fernsehbildschirm, gezeigt werden können. Wir können in 2 Stunden viel mehr machen als früher, wenn wir zum Beispiel nur eine Tafel hatten. Also wir können gleichzeitig mit dem Whiteboard oder mit der Tafel arbeiten und dann halt auch mit den Kameras. Es macht nicht nur mehr Spaß, sondern man nutzt es jetzt auch häufiger. Und das macht den Schülern wiederum mehr Spaß, weil es natürlich eine größere Vielfalt auch in den Unterricht bringt dadurch. Vielfalt ist das richtige Stichwort. Unterschiedlicher und bunter könnten die geförderten Projekte nämlich nicht sein. Für alle 10 Initiativen gab es insgesamt fast 43.000 Euro von der Volksbank Stiftung. Wir haben natürlich die Jugendförderung, ist unser Hauptstiftungszweck. Und Sie haben es heute gesehen, wir realisieren das hauptsächlich, indem wir halt Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien, berufsbildende Schulen unterstützen in Projekten, die sonst nicht finanzieren könnten, wofür der Schulträger in aller Regel keine Gelder zur Verfügung stellt. Hilfe also zur Selbsthilfe, die auch noch weitere Projekte realisieren konnte. Wie etwa ein Konzept zur Schulhofgestaltung an der Theobald-Simon-Berufsschule in Bitburg oder eine Boulderwand an der St. Matthias-Schule, ebenfalls in Bitburg. Als Volksbank sind wir natürlich stolz auf die Stiftung, dass wir das geschafft haben, die umzusetzen und auch so eine Kraft zu entwickeln, um damit die Region zu unterstützen. Wir haben gesagt, was können wir da als Dankeschön machen? Dann hat er das Volksbank-Emblem in die Mitte gemacht und da haben die Kinder gezeigt, wie man auch das gestalten kann. Vielleicht für euch eine Anregung. Bitte schön. Bekommt bestimmt einen Ehrenplatz im Büro. Ja? Ja, alles hat ein Ende. Auch unsere Sendung hier bei uns ist am Ende angelangt. Aber wir sind schon in der kommenden Woche wieder mit neuen und interessanten Themen aus der Region für Sie da. Bleiben Sie uns also treu und denken Sie daran, immer mittwochs ab 17 Uhr, immer wann und wo Sie wollen auf www.o7.tv und auch bei Facebook würden wir uns über Ihr Abonnement freuen. Bis dahin Ihnen allen eine schöne Woche und eine gute Zeit.